Hallo, mein Name ist Bettina Baumann. Es ist gerade August 2017 und das Land scheint zweigeteilt, während der Norden bis heute kaum einen Sommer oder Sonne hatte, leidet der Süden oder manche leiden überhaupt nicht. Aber wir haben eine große Hitze und vor allem so seit 2, 3 Wochen eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Es ist sehr, sehr schwül. Und alle Leute, die mit Panik zu tun haben, reagieren auf dieses Wetter sehr stark, weil die Hitze macht in unserem Körper Dinge, die dem Eingang oder dem Beginn einer Panikattacke sehr ähnlich kommen. Ja, das ist so, wir atmen schlechter bei dieser Hitze oder bei dieser schwülen Hitze. Der Kreislauf ist nicht so ganz toll, weil die Adern sich erweitern. Es kann auch mal so der Blutdruck mal abfallen, es entsteht Schwindel, ja, es entsteht ein Herz, einen schnellen Puls, schnellen Herzschlag und das triggern viele eben mit dem Beginn der Panikattacke. Ich möchte jetzt ganz speziell eben zu diesem Thema die Hitze, ich kann nicht raus, ich halte es nicht aus, ich kriege sofort eine Panikattacke und ich muss jetzt dazu sagen, dass ich dieses Video für einen Klienten speziell geschnitten habe. Ich stelle es aber trotzdem öffentlich, weil ich mir vorstellen kann, dass bei vielen ganz ähnliche Dinge abgehen. Wir nehmen wie immer über dem Auge, neben dem Auge, unter dem Auge den Schlüsselbeinpunkt. Wir beginnen an der Handkante, greifen immer wieder mal ums Handgelenk und atmen tief ein und aus. Wenn Sie jetzt Problem haben, eben bei der Hitze rauszugehen oder das Gefühl haben, ich kriege da draußen gleich eine Panikattacke oder ich bin immer kurz davor, versuchen Sie mal so die Angst, dass jetzt gleich eine Panikattacke kommt, zu skalieren zwischen 0 und 10. Merken Sie sich die Zahl und vergleichen Sie das am Ende dieser Sequenz und können Sie selber feststellen, was sich bewegt hat. Wir beginnen wie immer an der Handkante, bitte. Ich kann nicht raus. Es ist viel zu heiß. Es ist gefährlich für mich, rauszugehen. Da kommt die Panik. Mein Kopf akzeptiert mich wenig. Mein Gefühl akzeptiert mich gut. Ich kann nicht raus. Es ist viel zu heiß. Und das ist gefährlich für mich, rauszugehen. Da kommt Panik. Ich bin trotzdem vollkommen okay und gehe im Mitgefühl für mich selbst. Handgelenk kurz greifen, tief ein. Und aus, über dem Auge, zu heiß, zu schwül, ich schwitze, neben dem Auge, ich kriege keine Luft und ich falle um, unter dem Auge, mein Herz geht schnell, die Panik kommt, Schlüsselbeinpunkt, das ist alles in meinem Kopf. Ich lasse das los und gehen. Mein Kopf mag mich wenig. Ich bewerte. Ich gehe ins Gefühl und da kann ich reinspüren. Und ich finde mich, meine angeborene Kraft und Sicherheit. Über dem Auge nochmal, stickig und schwül. Sonne, Wolken und sogar der Himmel. Ich halte das nicht aus. Neben dem Auge, ich kriege keine Luft und ersticke, ganz bestimmt. Unter dem Auge, ich falle um und alle sehen das und ich blamiere mich. Schlüsselbeinpunkt, das ist alles in meinem Kopf. Ich lasse es los und gehe. Ich spüre in mich, in meinem Körper, entspannt und ruhig. Die Atmung fließt tief. Mein Kopf ist frei und wach. Alles, was ich brauche, ist in mir. Handgelenk kurz drücken, tief ein
und aus. Handkante bitte nochmal. Außerdem ist es gefährlich zu glauben, dass ich rausgehen könnte. Und es ist bedrohlich, wenn sich in meinem Leben etwas verändert, auch wenn die Veränderung positiv ist. Deshalb mag mich mein Kopf nicht, weil er macht diese Gedanken. Mein Gefühl mag mich mehr, ich vertraue meinem Gefühl. Wir sagen es nochmal, außerdem ist es sehr gefährlich zu glauben, dass ich rausgehen könnte. Und es ist bedrohlich, wenn sich etwas verändert, selbst wenn die Veränderung positiv ist. Deshalb mag mich mein Kopf nicht, weil der macht diese Gedanken. Mein Gefühl mag mich mehr. Ich gehe in mehr und mehr Vertrauen in mein Gefühl. Handgelenk kurz greifen, tief ein und aus. Über dem Auge. Ich darf nicht glauben, rausgehen zu können. Neben dem Auge. Wenn ich das glaube, droht mir die Panik. Unter dem Auge. Wenn ich rausgehe, bin ich in größter Gefahr. Das bin ich gewohnt und Veränderung mag ich nicht. Schlüsselbeinpunkt, deshalb bleibe ich drin. Über dem Auge. Wenn ich rausgehe, könnte ich feststellen, dass gar nichts passiert. Ich könnte feststellen, dass sich etwas verändert hat. Das irritiert mich neben dem Auge. Und dann wird alles dunkel und trüb. Ich bin durcheinander und unsicher. Unter dem Auge. Ich könnte rausgehen und spüren, dass es anders ist. Damit kann ich nicht umgehen. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse das alles los und gehen. Mein Kopf und meine Gewohnheit arbeiten gegen meine menschlichen Bedürfnisse. Frieden, Gesundheit, Freiheit und Vertrauen in meinem ganzen Sein. Freie Klarheit in meinem Kopf. Wenn ich aus der Gewohnheit trete, kommt ein Niemandsland. Ein Schritt in die Luft, der mich trägt. Alles Neue wird schnell zur Gewohnheit und dann ist das Neue nicht mehr neu. Handgelenk tief ein und aus. Spüren Sie mal kurz nach, wie fühlt sich Ihr Körper an? Wie geht es Ihren Gedanken? Und jetzt stellen Sie sich die Frage, ob Sie rausgehen könnten. Obwohl es draußen schwül ist, heiß ist, vielleicht sogar richtig stickig, könnten Sie rausgehen? Könnten Sie glauben, dass Sie vielleicht feststellen, dass gar nichts passiert? Gleichen Sie Ihre Zahl ab, ob sich was bewegt hat, wie viel sich bewegt hat. Und wenn Sie mehr möchten, dann wiederholen Sie die Sequenz. Ich wünsche Ihnen trotzdem, egal bei welcher Temperatur, einen sehr schönen Sommer.
viel Freiheit, viel Vertrauen in die eigene Existenz. Und glauben Sie an Gedanken etwas weniger. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Liebe. Tschüss.